Oder. Ein Herzschlag und willkommen zu einer Runde Counter-Strike Global Offensive Overwatch. Meine erste Overwatch-Runde, die ich zumindest aufnehme, denn ich habe jetzt ein paar geguckt, ein paar lustige Fälle waren dabei. Leider war die Aufnahme ein bisschen für den Eimer, weil ich irgendwann mal mein Mikro in OBS gemutet hatte und dann irgendwie vergessen habe, das wieder zu entmuten und dann einfach drei Aufnahmen ohne meinen Ton gemacht habe und nachsprechen wollte sie ehrlich gesagt nicht. Wir gucken gerade mal, wir sind hier in Runde 9. Suspect steht 15-2-2, das ist jetzt natürlich schon gut. Den hat er wahrscheinlich gehört. Gehen wir jetzt mal von aus. Aber wir schauen mal, vielleicht... Okay, den hat er gesehen. Die anderen oben hat er jetzt auch gesehen. Gucken gerade noch mal. Da pusht er durch die Flash. Den Kopf des Bots sieht er, wobei der Bot jetzt auch nicht die größte Herausforderung ist, muss man sagen. Bisher alles ganz normal, meiner Meinung nach. Die Gegner scheinen einfach nur ziemlich schlecht zu sein. Da kann man nochmal 2, 2, 2 und 2 stehen. Verstehst du? Ja, wenn du den Schuss mit der Arme nicht triffst, dann gehörst du halt auch einfach mal gebitschleppt und das hat er direkt übernommen. Also, sieht bisher alles noch legit aus. Wir warten mal ab. Aber die Smokes und so und was Crosshair Placement jetzt auf die Kürze der Map, die wir sehen hier, anbelangt, würde ich fast davon ausgehen, da die Gegner so arg schlecht sind, dass entweder Matchmaking wieder einen Streich gespielt hat und der gegen irgendwelche Silberboys spielt, oder dass er einfach smurft und einfach besser ist als die Gegner. Weil er ist ja auch deutlich besser als sein Team. Wobei vom Spielen her jetzt an sich jetzt nichts suspekt wäre oder so. Wollte das Video ganz gerne auch noch nutzen, um einfach zu sagen, was im Moment los ist für die, die es nicht wissen. Oder was der Grund ist, weswegen bei mir im Moment keine Videos kommen. Ich lebe noch. Hört man hoffentlich gerade. Ist jetzt nicht irgendwie, ne, weiß Bescheid. Sondern, ich habe ja immer dann geantwortet, ich bin auf Wohnungssuche und so weiter. Da steckt ein bisschen mehr dahinter. Der war wohl AFK. Der war mad. Der war mad. Da hat er aufgegeben. Sondern da steckt mehr dahinter. Und zwar, ja, ist es ein bisschen familiäre Probleme, auf die ich jetzt nicht so eingehen möchte, weil es auch einfach nicht nur mich betrifft. Und ihr wisst, ich erzähle gerne auch privat von mir. Hab da überhaupt kein Problem mit. Allerdings, ja, da wollt ihr es wissen. Ich bin ein ganz normaler Typ eigentlich. Allerdings, ja, kann ich da und will ich da auch nicht so drüber sprechen. Das ist dann doch ein bisschen zu privat. Auf jeden Fall ist das der Grund dafür, dass ich eine Wohnung suchen muss und das auch so schnell wie möglich fündig werden sollte. Wohnungsmarkt gestaltet sich hier leider allerdings echt schwer. Ja, er ist full flash und bleibt halt einfach trotzdem noch genau so da stehen. Und die hat er gefailed. Also Flash-Block oder sowas hat er nicht an. Er wird geflasht. Und ja, deswegen zieht sich das länger. Seit Dezember in etwa bin ich auf Wohnungssuche. Und ja, durch Bandscheibenvorfall, von dem natürlich die meisten jetzt schon wissen. Den hab ich jetzt halt etwas über 2 Jahren. Am 9. März waren es 2 Jahre genau. Und der wird leider nicht besser. Der letzten Wochen waren die Schmerzen wieder so schlimm wie am Anfang. Ich konnte nicht laufen, bin gelaufen wie der Klöckner von Notre Dame. Einen Buckel gemacht bis zum geht nicht mehr und auch wirklich Schmerzen. Ich konnte mir kaum die Socken selbst anziehen. Deswegen bin ich auch vom Arbeitsamt beispielsweise als arbeitsunfähig für 6 Monate vorerst geschrieben. Problem hierbei ist, ich krieg von keinem Amt bisher finanzielle Unterstützung. Ihr habt bestimmt auch mitgekriegt, dass ich für GameStar Guides schreibe. Einkommen ist da aber was, was ja auf die Menge der Guides basiert, die ich schreibe. Oder auf der Menge. Und das ist bisher nicht so beständig. Wenn ich dann Miete und sowas bezahlen muss und auch die anderen Rechnungen, muss es allerdings beständig sein. Derzeit muss ich mich auch selbst krankenversichern, kostet auch alles Geld. Und deswegen im Moment viel um die Ohren. Termine mit Ämtern, Telefonate
Und ja, eben hat er eine Aufnahme gemacht, beispielsweise, die war eigentlich gut. Da habe ich auch das Ganze schon mal erklärt. Habe allerdings dann während der Aufnahme einen wichtigen Anruf gekriegt und musste dann natürlich auch rangehen. Der hätte die Waffe. Ja, hat er gesagt. Und deswegen habe ich im Moment einfach nicht den Kopf und habe mir am Anfang auch gedacht, okay, dann nimmst du dir die 2 Monate von mir aus. Machst da vielleicht noch ein Infovideo oder so oder weiß ich nicht. Und nimmst dir sozusagen das als Auszeit einfach. Ich habe zwar mega Lust zu streamen beispielsweise oder, okay, Hälfte ist vorbei, zu streamen oder beispielsweise einfach wirklich wieder regelmäßig hier Projekte zu bringen, meinen Kanal zum Wachsen zu bringen, euch Sachen zu zeigen, euch zu unterhalten. Und ja, das Feedback, ich vermisse es ohne Scheiß total. Aber im Moment habe ich einfach so viel um die Ohren, dass ich da nicht mit 100% bei der Sache sein könnte, wenn ich so längere Projekte mache. Und das will ich dann mir sozusagen nicht zumuten, weil das dann wieder auch Stress, der auch sich auf den Rücken auswirkt, weil Stress wirkt sich auf den Rücken aus. Ihr hättet da wahrscheinlich auch nicht ganz so viel von, wenn ich nur so halb bei der Sache wäre. Und dass es jetzt so lange zieht, das war natürlich nicht geplant. Ja, die Gegner sind einfach richtig schlecht. Also der streckt ihm ja seinen Po entgegen und er kriegt es nicht hin, mit einem halben Magazin von der AK ihn zu töten. Also da waren die Gegner wohl einfach nur mad, dass sie nichts hingekriegt haben. Da hat er kurz Steps gehört. Ja, jetzt nochmal. Der Typ guckt auch einfach. Ja. Das ist Captain Obvious, zumindest was die Gegner anbelangt, warum sie den reportet haben. Weil sie einfach keinen Bock hatten, gegen jemanden zu spielen, der besser ist. Weil Hex hat der Gute hier auf jeden Fall nicht an. Wird wahrscheinlich Smurf sein oder so und auf einem niedrigen Rang spielen. Ja, aber das war's auch schon. Da kam der Kill. Ich war gerade leicht irritiert, weil der Name immer noch hier als CT gemarkt ist, aber war ja gerade ein Map Change. Jetzt hat sich das auch geändert. Danke. Der war schön. Der auch, aber alles ganz normale Headshots. Ich meine, wenn mal Momentum auf der eigenen Seite ist und es läuft, das kennt ihr bestimmt auch selbst, dann läuft's halt eben. Dann drückt man, da macht der Kollege Steps ohne Ende und kriegt dann auch das Dankeschön. Ja, deswegen wollte ich Pause machen. Werd jetzt aber langsam wieder Videos bringen. Noch nicht so regelmäßig, wie es dann wieder sein wird, wenn Wohnung gefunden ist, Umzug durch ist. Dann wird es auch wahrscheinlich täglich Streams geben. Denn ja, da bin ich ganz scharf drauf und hab da echt richtig Bock drauf. Habe auch schon einige Nachfragen bekommen, wie es denn bei mir aussieht mit Streamen. Wir streamen ja im Moment täglich mit Dalu, Dadosh und Co. Ja, da dürft ihr gespannt sein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und habe da auch richtig Lust. Ich habe schon auch so ein bisschen Connections spielen lassen, dass ich ein paar Softboxen wahrscheinlich kriege und Greenscreen und das wird schon alles ziemlich gut. Und ja, mehr kann ich leider gerade nicht sagen, weil wie lange sich das eventuell noch zieht, weiß nicht, aber es sollte diesen Monat alles abgewickelt werden, dass ich diesen Monat umziehen kann, weil Wohnungen sind zwei in Aussicht. Eine davon wird es im Endeffekt wahrscheinlich auch werden. Welche und wann genau da jetzt die Zustimmung kommt oder der Vertrag, das wissen wir leider noch nicht. Aber ja, schaut mal, mit wir meine ich mich und Race, falls ich es nicht erwähnt habe. In diesem Video, im letzten hatte ich es erwähnt. Werde mit Race zusammenziehen, bester Kumpel, kennt er aus den meisten Videos von mir. Einfach um auch da kostenmäßig nochmal ein bisschen was zu teilen. Und ja, wir verstehen uns, das wird einfach epic. Seid gespannt. Danke fürs Verständnis und ja, ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lang. Für euch und für mich natürlich. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr generell mehr Overwatch auf meinem Kanal sehen wollt, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Würde mich über jede positive Bewertung und natürlich auch jeden Kommentar freuen, was ihr vielleicht für Erfahrungen bei Overwatch gemacht habt oder generell, was ihr jetzt zu denkt, warum ich die Auszeit nehme, ob ihr das okay findet oder ob ihr denkt, ich hätte das anders handhaben sollen. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Spätestens heute Abend bei Dalu im Stream. Ne? Macht's gut. Ciao.